Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich denke, ich widerspreche ja gelegentlich Herrn Gabriel, so auch an dieser Stelle. Er hat gesagt, Ende gut, alles gut. Ich glaube, es ist in der Tat ein guter Anfang, dass wir parteiübergreifend einen so guten Kandidaten gefunden haben für das Amt des Bundespräsidenten. Noch heute Morgen hatte ich klar festgehalten, dass es das Ziel ist, nach der Vorgeschichte auch einen Kandidaten zu finden, der in der Lage ist, verloren gegangenes Vertrauen und verloren gegangene Würde wieder in das höchste Staatsamt zurückzubringen. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass dies für Joachim Gauck selber gilt. Ohne zu viel zu verraten, wir hatten eben im kleinen Vorgespräch über den 18. März gesprochen. Nicht über den 18. März, wo jetzt womöglich die nächste Bundesversammlung ansteht, sondern über den 18. März und erste freie Wahl. Und wenn Joachim Gauck dann berichtet, wie er 50 Jahre darauf warten musste, nicht nur fast 2 Jahre auf andere Sachen, sondern 50 Jahre auf die erste freie Wahl und wie er das empfunden hat. Ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, dann fühlt man sich bestätigt, dass Joachim Gauck eine Persönlichkeit ist, die nicht nur die 5 oder 6 Leute im kleinen Kreis begeistern kann, sondern die Menschen wieder mehr begeistern kann für die Demokratie, durch seine Persönlichkeit, eben durch seine Autorität und das Ziel, wieder dem höchsten Staatsamt, Amt des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, wieder die Autorität zu verleihen. Das wird mit Sicherheit erreicht werden. Ein guter Kandidat und wir gehen davon aus und sind fest davon überzeugt, es wird auch ein guter Bundespräsident für uns werden und freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam heute auf die Unterstützung dieser Kandidatur verständigen konnten.